Hallo, ja, mein Kühner mit recht herzlich willkommen auf dem großen Kanal und mal wieder zu einem weiteren React-Video. Vorab natürlich noch ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer, ohne die sie alles gar nicht machbar und zu realisieren wäre. Ein spezieller Dank geht auch raus an den David aus der Schweiz, den Eidgenossen. Grüße, mein Freund. Er hat mir E-Mails geschrieben und ich gebe mein Bestes. Heute reagieren wir mal wieder auf Kyle vs. Food, mein Friend aus Great Britain. Greetings, my friend. Und heute schauen wir uns an die The Mega Cheetos Crunch Burger Challenge. Yeah, Man vs. Food. Wir gucken mal, ne? Holy moly. Yeah. Boom, 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 boom. Ich liebe sein Intro so. Nice Intro. Today, I'm going to be taking on a pretty unique burger challenge. This burger is covered in Cheetos. Yeah, that's right. It's going to be quite interesting, to be honest. I don't know how this is going to go. With that said, let's construct this thing and take it down. Er baut es zusammen. Oh, guckt euch das Ding an. Boom, boom. Oh yeah. Oh. Da, holy moly! Wow! Oh, schön reinpicken, darf ich nicht vergessen. Das kippt da oben, ne? Wow! Yes! Oh, so yummy! Ah, die Mucke ist mal wieder absolut mega. Bam, bam, bam. Bin mal gespannt. Guckt euch das, Leute, oh, wenn ihr mein deutsches Wasser im Mund zusammenläuft. Friends, welcome back to another video. So today I'm taking on this monster Cheetos burger. So this is actually from a place called the King Cheetos. Of Fast Food. I'll have a link down below. I actually did a video with these guys before. But right here, I'm going to head and order three of their... Lasst doch mal ein Like und ein Abo bei ihm da. Ihr könnt ja hier mein Video bei ihm posten. Wäre mal eine feine Sache, ne? Er folgt mir jetzt auch auf Instagram. Folgt mir auf Instagram, nicht vergessen. Leute, wenn ihr euch das Teil mal anschaut, ich weiß nicht, was das ist, Bacon und ich denke mal Beans, I don't know. Aber der Burger, wow, holy moly. Wem da nicht das Wasser im Mund zusammenläuft. Also er hat irgendwas falsch gemacht in seinem Leben, oder? So muss ein... Oh, Jesus. Kyle, you are the greatest. I love you. I love you, my friend. And wow, you are the best for me. Wow. Mega Cheetos burgers. Essentially, we've got three beef patties. We've got cheese sauce. We've got cheese, lettuce, vintage onion on there. Then some crushed up Cheetos. There's three of them, so that's nine beef patties total. Then on top is the chicken version. So basically, it's crispy chicken, Cheetos, lettuce, mayo. Yeah, I think there's tartar sauce and then more cheese sauce on there as well. Went ahead and ordered a big order of these are loaded fries, King's loaded fries. So you got bacon, crispy onions, and cheese. And then fries? Push it down. I've got two pommes? Cheesecake milkshakes. So there's literally a slice of cheesecake being blended at these. I don't know if you can see, but this is literally like this is thick. Ich muss mir vorstellen, das sind drei, sechs, well, that said, neun. This is the Mega Cheetos neun Burger Buns? Burger Patties? 3, 2, 1. Timer is going. Hope you guys can see that. I'm gonna try the milkshake first. Oh yeah, that's ich mach mal hier, damit man den Timer sieht. By sort of deconstructing this thing. Jesus Christ, guck dir das Teil an. Please give me a bite. And I want bites of this. Yeah. That's nice. Alright, we're gonna see if we can. Oh. I don't know, I guess we'll get these skewers out. Give it to me, give it to me. Keep yummy. It in place. Oh. First one, the chicken burger. Light him. It's milkshake, I swear to God. Light him. Ich will auch haben. Hey, ihr müsst euch das vorstellen. Ihr habt so einen Bun, einen Burger,
oben, unten Bun und in der Mitte drei Patties mit Zwiebeln, also Onion, Salat, ich glaube, Cheese ist auch noch drauf. Oh, was kann es Besseres geben, oder? Wow! Nice one! Food porn! Ich kann gerade reinbeißen. Das ist crazy! Oh yeah! Oh, gee, Leute, guckt euch nur das Ding an. Da muss einem doch das Wasser im Mund zusammenlaufen. Das ist mehr wie Food Porn. Das ist Leidenschaft. So far, my only complaint about this is they need more sauce. Because. Oh, tomatoes. I think they're about half pound patties, I'm not even joking. These are like. I've made some big burgers, but that is meaty. I mean. Massive. That in itself. Oh. That's a good 1.5 pounds, but I'm not even like as heavy, but that was. That's heavy. I'll be honest, I wasn't quite expecting it, but yeah. That's why I spawn. There's a little spice to it as well. But there. My English is so bad. Sorry, my friend. Ihr wisst ja, mein Englisch ist totale Scheiße. Wenn ich alles verstehen würde, wäre er geil. Aber ich verstehe mit uns. Aber du sprichst doch schon für sich, oder? Oh. I'm taking some big bite. Ja, big bite. Big bite. Komm. Yummy. Great. Was würde ich dafür geben, da jetzt reinzubeißen? Jesus Christ. Gut. Werbung überspringen. Right now. Last one. Final. Es hat 9 Minuten 45. Er hat keine Probleme mit, er schafft es ja alles. Er ist ja einer der besten Eater in Great Britain. Hier mit Food natürlich, number one. In Eating, in the UK. And then. Also ich denke mal erst Nummer 2, Number 2 in the UK. Kyler's Food and Beer Meets Food. Beer Meets Food. Oh, super tut. Liebe ich auch. So ein schönes, selbstgemachtes Patty und Bande zu einem Brioche-Bun und dann gib ihm. Voll auf 12. Und jetzt kommt noch Pommes, also Fries. Und Bacon. Bacon. Oh, er hat eine neue Uhr. Hat er gesagt. Also wie gesagt, King's loin of fries, turkey bacon, crispy onions, cheese. Käse, Zwiebeln, Bacon. As easy as that. Well, you got that das ist der Bacon oben drauf. Der Bacon war oben drauf mit diesen Onions, also Zwiebeln. Interestingly, Bolognese. I didn't know that. Oh, right, Pommes ist no geil. The Diet Coke. Hashtag please sponsor me. Hashtag zero sugar. No Diet Coke, Diet Pepsi, my friend.
Das ist ja immer so denken, er soll noch mit Käse überbacken. Ah, das macht so viel Spaß, ja. Ich liebe es ja, Leuten beim Essen zuzuschauen, ja. Aber besser ist es noch, wenn man selber essen darf. I mean, they could have chopped the bacon up a little bit, I'll be honest. It's literally slices of bacon. Nice though, but still. Und dann noch Dessert. Dessert after this. Hehehehe. Wo? Oh, I see chili. Chili. Oh, ey. Was würde ich dafür geben, so Leute mal zu treffen hier im Real Life? Aber ohne Kohle kein Ding, ja? Nicht reisen in die UK. Sind wir bei 23 Minuten, 23,5? Under 24 Minutes! Yes! 23 cool! Minutes. Great job, my friend. Oh. Great job. Not bad. Beep. That was delicious. Burgers, absolutely monstrous. They were heavy. Those oh, yeah. Nice and cheesy. Plenty of bacon. Now a dessert. Otherwise, please. That was spot on. Well, friends, there's no dessert on this occasion because, to be honest, they were dessert. And this was quite an unplanned video, so I don't have a dessert. No dessert? What? Pardon me. With that said, friends, out. Of course, I will catch you in the next video. Oh, yeah, my friend. Oh, it's good to have an album. What the hell? Werbung überspringen. Wir machen Pause. Also Leute, wie gesagt, das war mal wieder ein kleines React-Video. Lasst doch hier ein Like da, wenn ihr wollt. Kommentiert. Mir macht so viel Spaß, dass euch die gerade die React-Sachen gefallen. Hat mir auch der David geschrieben. Nochmal vielen Dank dafür. Der Link zu Kyle vs. Food findet ihr natürlich wie üblich in der Videobeschreibung. Und lasst doch ein Abo bei ihm da. Er ist ein super Typ. Und er hat so viele Videos. Er ist schon einige Jahre auf YouTube unterwegs. Bin ich auch schon einige Jahre Abonnent von ihm. Und er hat Sachen rausgehauen. Da wird es euch Angst und Bange, ich sag's euch. Und nochmal vielen Dank an unsere Unterstützer. Ihr seid die Besten für mich. Bleibt alle gesund. Habt viel Spaß. Passt auf euch auf, übertreibt's nicht. Haltet euch an alles und werdet nicht leichtsinnig und macht's besser zu meinem Leben. Greetings to the UK, to Kyle vs. Food, my friend. You are so amazing. I love it, I love it. And this is... wow. Also Freunde, in diesem Sinne, wir sagen tschö mit den Finger, die Grunds.